Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ich bin immer noch in diesen Hebra-Bergen unterwegs. Und so langsam geht mir das ständige Umequippen echt mal auf den Sack. Ich brauche da eine bessere Option, um mich vor der Kälte zu schützen und gleichzeitig vor und gleichzeitig Krogs aufzuspüren. Das ist ein bisschen doof, ja. Hi. Pfui bist du. Booyah! Ich hab ne Zunge gekontert, du Spaß. So. Klick, klick, klick. Aber die Krogmaske, die rastet doch einfach so gar nicht aus hier. Da hat sie zumindest die ganze letzte Zeit echt nicht gemacht. So, wir wollen da lang. Wir wollen da ja eigentlich einen Ivarok umhauen. Nur deswegen bin ich ja nur hierher gegangen. Ne, da lang? Wo lang? Hier? Das sieht schön aus. Obwohl ich nicht so ganz den Stab kaputt machen will. Also legen wir am besten nur ein Holzbündel dahin. Wow. Diese Geschwindigkeit. Diese sagenhafte Geschwindigkeit. Ich habe aber auch keinen Bock, Feuerpfeiler dafür zu opfern. Das ist ja noch teurer, Mann. Waffen kriege ich wenigstens gratis in den Arsch gestopft. Kiste. Vielen Dank. Eispfeil immer gut. Schmilzt du noch oder lässt du es schon? Ne, du schmilzt noch. Da ist ja nur ein Monster drin. Aber, oh. Aber das Monster hat wahrscheinlich tollen Loot. Alles meins. Ups. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf drücken. Naja. Gehen wir mal wieder in Richtung von diesem Ivarok. Und den Trüffel, da gönnen wir uns. Da unten ist für einiges los. Okay. Erz gibt es da auch massenweise. So, den Moose. Können wir ja mal gönnen. So ein Edelwild ist immer schön. Den hole ich mir wieder. Hi. Komm schon! Ich hab einen Diamant fallen gelassen. Ja. Muss ja jetzt ein Feuerpfeil sein. Boah!
Wichser! Hm? Oh, Alter. Lecker, Diamantos. Geil. Schick, 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 schick. Aber hier in der Grube kann ich ja jetzt mal plündern, Alter. Schön. Richtig geil. Kannst du in der Nähe? Protonit ist gut. Bernstein ist gut. Was auch immer das ist. Frostkraut. Da vorne habe ich noch was gesehen. Komm, alles, alles, alles. Ihr wisst, wie schrecklich, schrecklich lootgeil ich bin. Da. Jetzt habe ich nur noch... Na, jetzt habe ich nur kein Feuerzeug mehr. Ja, komm, lieber... Lieber Holz und Feuerstein opfern. Als. Lieber Holz und Feuerstein opfern als einen Feuerpfeil. Die sind teurer! Das ist alles schon wieder so schön geldträchtig. Finde ich richtig geil. Ist da überhaupt was drin? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Und sonst noch irgendwas hier? Da ist Frostkraut. Diese coolen Steinpilze. Auch nicht so, ne? Markierung? Vielleicht soll ich dann doch mal oben auf so einen Steinpilz drauf. Wenn ich da vielleicht einen Schrein gesehen habe, wäre das cool. Weil, dann kann ich mich immer zu diesem Schrein zurück und diesen Ivarok hier platt machen, weil der scheint ja geiles Loot zu haben. Es sei denn, da ist einfach nichts drunter, ne? Oder ist das ein Upstream? Sieht aber auch nicht so aus. Shit. Off. Komm ich nie hoch. Klick da einen Job für Revali! Ah. Ah. Aha. Okay, auch gut. Das ist ein Upstream. Das da ist ein Upstream. Aber ich will trotzdem erstmal wissen, was hier drin ist. Hand. Batz. Und jener Upstream hier. Ey. Hey. Warum nicht? Wo? Wie? Hier? Lass mich hoch! Muss ich das verstehen? Ist hier irgendwas Tolles? Da ist auch nichts drunter, ne? Scheiße. Der hat auch gerade gar keine Lust auf mich. Aha! Mhm. Das hier sieht süß aus. Oh. Ja, genau. Greif dir mal den Arm von deinem Kollegen. Bäh! Danke. Danke für sich rettendes Loot.
Klamotte. Und er so, mir ist kalt. Kein Croak. Okay. Und ich darf wahrscheinlich noch ein Stückchen höher. Also rüsten wir zumindest unser altbewährtes Kletterkopftuch aus. Der Felshang da ist auch kacke. Aber das geht von hier. Oh, das geht insgesamt ganz gut von da. Dann laufe ich nämlich lieber hoch. Und kassiere noch ein Erz. Ich mag mein Denken. Okay, das ist gut. Das ist alles schön. Gott, werde ich den Bernstein hinterher schön verkaufen können. Da ist noch mehr. Und die Feuersteine erst. Die drehe ich diesem kleinen Spasti im Ornidorf an. Ja, da freue ich mich schon drauf. Geld ist nämlich immer was Tolles. Okay. Hi. Dumm. Dumm. Ja, danke. Da oben rauf. Ach so, da ist der. Cool, da ist der Baum. Nicht der Schrein, der Baum. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte da nur einmal drauf. Ich wusste nicht, dass er direkt umfällt. Kacke. Okay. Der einsame Baum. Mal über die einsame Zeder in den Hebrabergen erzählt. Da saß mein Opa unter einem Baum für einen großen Berg. Plötzlich flog im Nordwesten. Riesiger Vogel. Da irgendwo. Vogel? Ich flog im Nordwesten ein riesiger weißer Vogel vorbei. Als mein Opa den weißen Vogel sah, flog er los. Da sah er, was der Vogel, dass der Vogel etwas mit sich trug. Das Westen. Da ist, by the way, unser eigentlicher Vogel. Krogfächer. Aber der kommt eigentlich immer aus. Ich meine, so ein Krogfächer, glaube ich, hat jetzt nichts damit zu tun. Nordwesten ist genau die Bergspitze. Hier ist irgendwo ein Gegner. Nordwesten ist auch genau hier die Scheiße ausgerichtet. Und der Wolf ist wieder runtergefallen. Was gibt's da unten? Nur so ein Kraut. Ja, was tun? Da ist eine Hütte, die markiere ich mir mal. Cool. Tja. Ich sehe keinen Vogel. Shit. Mist. Hätte ich vielleicht auf den Baum draufklettern müssen?
Obwohl es ja hieß, sie saß unter dem blöden Baum. Revalis Sturm ist bereit. Cool, danke. Tja, was machen? Ich will jetzt hier auch nicht einfach runterspringen. Ich weiß, was ich machen kann. Hopp. So. Das kann ich fürs Erste da stehen lassen, aber... Das heißt im Umkehrschluss, dass hier auch irgendwo ein Podest von so einem Schrein sein muss, oder? Nee, nicht direkt. Nicht unbedingt. Die Hebra-Bergspitze würde ich aber trotzdem auch mal gerne erklimmen. Und das, was war das Grüne? Vielleicht sollte ich den Hebra-Turm mal benutzen. Ich Vollidiot. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ich werde da jetzt lang cruisen und werde dann wieder zurückwarpen können. Das ist geil. Aber vielleicht sollte ich Idiot wirklich mal den Hebra-Turm benutzen. Ewig weit weggegangen von dem, weißt du? Aber mal eben jetzt zu dem Hebra-Turm zu cruisen, sollte echt kein Problem sein. Nicht mit Revali. Vor allem könnte ich dann auch vielleicht den Baum resetten. So, hier können wir ja kurz stoppen. Boah! Au! Nicht pieksen, Mann! Habe ich noch Antifrost? Ja. Dann kann ich nämlich was Schöneres anziehen. So was hier zum Beispiel. Und sowas. Nee. Doch. Stirb doch einfach. Ne? Was? Ja, komm. Ihr habt eine Ewigkeit. Loot. Da. Ja, danke. Was ich bräuchte in dem Spiel wären Schnellausrüstungsslots. Das wäre toll. Ich meine, wenn man so normal spielt, glaube ich, ist das weniger das Problem, weil man einfach ein bisschen rumchillen kann. Weitwurf. Elsternlanze? Okay, cool. Ja, steck mal ein. Warum nicht? Okay. Feuer! Und weiter. Turm ist immer gut. Ich, ja. Da hinten sehe ich auch schon. Oh, da hinten sehe ich viel Eis. Okay. Aber ganz im Ernst, das ist auch kein Problem für Revali. Eigentlich nicht. Nö. Eigentlich gar nicht. Da ist meine Schneeschuhe, da ist mein Kletterkopftuch. Und das ist alles toll.
Ist es das? Ja, alles gut. Alter! Mach keinen Scheiß! Jetzt aber. Danke. Cool. Und ja, ich ziehe das jetzt einfach noch durch bis zu dem scheiß Turm. Die kleinen blöden Pissviecher da unten, die interessieren mich gerade nicht. Okay. So, und das ganze Eis da drumrum. Wir könnten es schmelzen, aber ich glaube auch einfach nicht, dass da was drin ist, oder? Ist nichts Tolles drin. Hebraturm, hi. Wupp! Gott, ist das Ding praktisch. Gott, ist das Ding praktisch. So, dann haben wir doch was geschafft in dem Part, oder? Schön, oder? Ja, sehr schön. Chica-Stern aktiviert. WLAN für Hebra. Sehr gut. Sehr gut. Wie diese Linien alle noch immer so pulsieren ab und zu. Aber nur so. An einer persönlichen, an einer bestimmten Stelle halt. Statt dass die ganze Linie vielleicht so, ne? So ein bisschen pulsmäßig. Pulsiert. Einmal nur an diesen einzelnen Stellen ist ein bisschen doof, wenn ihr mich fragt. So, Karte der Umgebung. Danke. Okay. Ich werde jetzt warpen. Und ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin raus für heute und wir gucken uns in der nächsten Folge dann an, was es vielleicht eventuell mit diesem, mit diesem Vogel auf sich hat, wenn ich den Baum nicht direkt umhacke, okay? Okay, cool. Blackout!